Wir kommen zu unserem nächsten Impuls und ich freue mich wirklich sehr, Franz Kühlmeier heute hier begrüßen zu dürfen. Er gilt als einer der Vordenker zum Thema neue Arbeitswelt in Europa. Und genau zu diesem Thema, wie schon angekündigt eben, wird er auch heute zu uns sprechen und die Ergebnisse der Untersuchung in Bezug auf Arbeit und Bildung analysieren. Herr Kühnmeier arbeitet als Trendforscher am Zukunftsinstitut, einer führenden Think Tanks mit Sitz in Frankfurt und ist Geschäftsführer, Gesellschafter des österreichischen Consulting-Unternehmens KSPM. Einen großen Applaus, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die sehr charmante Anmoderation. Als Österreicher muss man mit Titeln immer beginnen, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Diplomingenieure etc. Ich spare mir das, wir sind in der digitalen Gesellschaft angelangt. Ich möchte mit Ihnen über das Thema Arbeit und Bildung sprechen und würde gerne aufgreifen, was wir vorhin gehört haben über das Thema digitale Disruption in diesem Zusammenhang. Es gibt in Wien ein Spielwarengeschäft, da habe ich einen Roboter gekauft, nämlich genau den, den Sie hier oben sehen. Und das ist irgendwie so ein faszinierendes Bild, wie wir uns vielleicht noch Roboter vorstellen, an zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Entweder solche Roboter oder die, die wir in so automatisierten Fabriken immer wieder sehen. Ich möchte Ihnen einen Alternativvorschlag am Anfang zeigen. Die Dame, die Sie hier sehen, hat ihren ersten Arbeitstag heuer im April 2015 gehabt in einem Tokioer Warenhaus. Die Dame ist eine künstliche Lebensform und übt den Beruf des Grüßers aus oder der Grüßerin. Eigentlich. Das kennen Sie aus amerikanischen Warenhäusern, wenn man da unten reingeht, dann gibt es immer irgendjemanden, der guten Tag sagt und sagt, ja, die T-Shirts gibt es da und die Sportschuhe gibt es dort und alle möglichen Dinge. Genau diesen Beruf übt dieser Roboter hier aus, kann auch Auskunft geben und ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, sich vorzustellen, in welchen Tätigkeitsfeldern können eigentlich heutzutage schon automatisierte Lebensformen, könnte man ja an dieser Stelle eigentlich sagen, tätig sein. Und erweckt auch so ein bisschen die Frage danach, wo wollen wir uns das auch vorstellen? Weil auch das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, kommen wir beim Thema Bildung nachher noch darauf zurück. Herr Präsident, ich habe die Freude gehabt, einmal vor 1,5 Jahren für Ihr Unternehmen eine Beratungsdienstleistung zu erbringen, für Intel. Und da war die Schlüsselfrage gar nicht so sehr, wie schaut der Roboter der Zukunft aus, sondern die Frage war, wo können sich Menschen einen Roboter überhaupt vorstellen? So die Frage zum Beispiel, möchte man sich einen Haushaltsroboter vorstellen? Also möchte man sich vorstellen, dass die Dame nicht im Warenhaus steht oder der Herr, das ist jetzt geschlechtsunabhängig, nicht im Warenhaus steht und begrüßt, sondern wenn Sie abends nach Hause kommen, steht so eine Lebensform vor Ihnen und sagt, also aufgeräumt habe ich schon, Geschirr ist abgewaschen, einkaufen war ich auch schon, was wünschst du dir? Das erzeugt bei vielen Menschen auch so ein gewisses Maß an Unbehagen. Und es ist die Frage, soll sowas ausschauen wie ein Mensch, soll es ausschauen wie eine Maschine, wenn es das überhaupt kann, wie wollen wir sowas bezahlen, in welche Richtung führt das zum Thema Arbeit. Andere automatisierte Gegenstände, die das Thema Arbeitswelt beeinflussen, sehen Sie auf diesem Chart hier. Von links nach rechts, das ganz links außen heißt Hadrian, ist ein Roboter, der Einfamilienhäuser baut, und zwar innerhalb von 72 Stunden. Jetzt weiß ich nicht, in Österreich ist es meistens so, dass der Umgang mit Handwerkern nicht von Pünktlichkeit und Termintreue geprägt ist. Ich weiß, hier in Berlin ist das bei Flughäfen und so weiter ganz anders. Aber dieser Roboter beispielsweise funktioniert so, dass man ihm den Bauplan eines Hauses einprogrammiert, ihn an die Baustelle führt, dort die Baumittel versammelt, also diese ganzen Ziegel und was es alles braucht, und 72 Stunden später steht der Rohbau des Hauses. Kann man darüber nachdenken, wenn Sie in der Bauindustrie tätig sind, was das für Auswirkungen auf Sie hat, was das für Auswirkungen auf Ihre Mitarbeiter und Ihre Arbeitsorganisation und Arbeitsstruktur hat. Das in der Mitte ist ein 3D-Drucker, der Brücken baut, ein Projekt, das in Holland implementiert wird, jetzt zum Ausklang des Jahres 2015 und Beginn des Jahres 2016. Eine Maschine, die ihre eigene Brücke selbstständig druckt und baut. Und was Sie ganz rechts sehen, sind Drohnen, die selbstständig eine Brücke errichten, und zwar vollkommen autonom. Die Menschen müssen noch die tragenden Strukturen links und rechts aufbauen, also was Sie hier so sehen, diese Stützen. Und dann werden die Drohnen losgeschickt und haben so wie Spinnen Seile sozusagen dabei. Und Sie sehen das, wenn man denen zuschaut, bauen die vollkommen autonom und auf sich gestellt eine Seilbrücke. Das ist ein Projekt an der ETH Zürich. Und da kann man auch drüber nachdenken, was hat das für Auswirkungen auf uns in der Arbeitswelt.
Weiß nicht, wer von Ihnen hat eine Drohne zu Hause? Darf ich mal ein Handzeichen sehen? Ich versuche immer auch so den Altersschnitt des Publikums zu erkennen. Ja. Sie wissen aber, was Drohnen sind, oder? Ja, gut. Mir geht es, wenn ich solche Beispiele bringe, gar nicht so sehr darum, jetzt Technologie darzustellen. Es geht nämlich gar nicht um Technologie, es geht nicht um Erfindungen, sondern es geht um Innovation. Und Innovation ist was vollkommen anderes als Invention. Alle, die den Daniel Düsentrieb noch kennen, wissen, dass der hervorragende Produkte erfunden hat, deren Anwendung in der Praxis überschaubar war, um es einmal höflich auszudrücken. Und dementsprechend geht es auch gar nicht so sehr darum zu zeigen, was mit Technologie heutzutage alles möglich ist, sondern welche Auswirkungen das auf Wirtschaft, auf Gesellschaft, auf Strukturen hat. Und darüber möchte ich mit Ihnen am Anfang sprechen. Möchte dazu zwei Beispiele zeigen. Das ist ein Bild aus einer Keksdose Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat man schon daran gedacht, dass Menschen, wenn sie Kekse kaufen und dazu ein kleines Bildchen immer wieder dazu kriegen, zu Wiederholtätern werden und also die Kundenloyalität dann steigt. Und dementsprechend war das ein Bild, das hier mitgegeben wurde, das eine Zukunftsperspektive gegeben hat darüber, wie Mobilität im Jahr 2000 aussehen wird, also 100 Jahre ungefähr in die Zukunft geschaut. Jetzt sind wir über diesen Zeitpunkt schon hinweg, können zurückschauen und stellen daher fest, naja, ganz so hat sich Mobilität nicht dargestellt. Also bewegliche Häuser im Jahr 2000 gibt es schon, aber halt nicht so in diesem Zusammenhang. Interessant an dem Bild finde ich Folgendes, dass man sieht, es wurde die richtige Frage gestellt, aber eine falsche Antwort gegeben. Die richtige Frage war, wird Mobilität in der Zukunft wichtiger sein? Richtig. Die Antwort war, wie wird das ermöglicht mit der Leittechnologie des damaligen Zeitpunkts? Und das war erste Welle der Industrialisierung, Stahl, Eisenbahn, Dampfmaschinen und ähnliche Dinge. Und ansonsten bleibt alles gleich, nicht? Also der ganze Arbeitsalltag der Menschen bleibt gleich. Das Einzige, was sich verändert, die Häuser werden irgendwie mobiler unter Anwendung der offensichtlichen Leittechnologie der Eisenbahn. Und ein wenig habe ich die Sorge, wenn wir uns mit Digitalisierung auseinandersetzen, dass wir dem gleichen Fehler unterlaufen. Dass wir davon ausgehen, dass unsere Welt im Wesentlichen gleich bleiben wird, nur ein bisschen mehr elektronischer und ein bisschen mehr digitaler. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn wir insbesondere dieses berühmte Wort der digitalen Disruption wirklich ernst meinen, dann wird sich unsere Welt substanziell verändern. Das beginnt schon im täglichen Alltag. Ich weiß nicht, ob Sie solche Ansichtskarten gekriegt haben. Ich finde die ja absolut faszinierend. Hallo, ihr Süßen. Schöne Grüße aus dem Urlaub. Wetter, siehe WhatsApp, Hotel, siehe WhatsApp, besuchte Orte, siehe Facebook. Nicht? Und so ist es ja auch, oder? Wir haben in der Vergangenheit, wenn jemand aus dem Urlaub zurückgekommen ist und angerufen hat und gesagt hat, du Franz, ich bin aus dem Urlaub da, hat man gewusst, ein schreckliches Szenario wartet auf mich, ein Dia-Abend. Ja, ich muss mir mit dem seine Urlaubsfotos anschauen. Heute ist es so, dass wir wissen, wann die aus dem Urlaub zurückkommt, wie das Essen dort war etc. Es hat sich unser sozialer Kontext auch verändert. Und das ist es, was in Wellen passiert. Und diese Wellen sorgen dafür, dass ein paar der Grundprinzipien, die wir gelernt haben, was Arbeit und was Unternehmensführung angeht, auf den Kopf gestellt werden. Und einige dieser Prinzipien sind deswegen so schwierig für uns auch loszulassen, weil sie uns über die letzten 100 Jahre sensationell erfolgreich gemacht haben. Und es irgendwie so keinen wirklichen Grund gibt, davon abzulassen. Der gute Herr Taylor hat einige dieser Prinzipien ins Leben gerufen oder beobachtet und benannt. Eines dieser Prinzipien ist zum Beispiel, dass Arbeit ein Ort ist. Was ja eigentlich faszinierend ist. Ich fahre in die Arbeit, sagt man ja, wobei Arbeit ja eigentlich eine Tätigkeit ist. Es gibt heutzutage für Wissensarbeiter zumindest immer weniger Gründe, auch in die Arbeit zu fahren. Nämlich aus dem Grund, weil dort die Produktionsmittel versammelt werden. Haben wir in der Studie gehört, 22% der Deutschen arbeiten bereits von Mobil-, Telearbeit und ähnliche Szenarien. Ich muss nicht mehr ins Büro fahren, weil dort die Schreibmaschine steht, das Telefon, die Akten etc., um dort produktiv zu sein, sondern das kann ich von überall machen. Es gibt aber nach wie vor gute Gründe, ins Büro zu fahren, aber andere, nämlich sich auszutauschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, Besprechungen zu machen, Ideen zu sammeln und auch das Sozialsystem Unternehmen wahrzunehmen. Das bedeutet in der Konsequenz, Architektur zum Beispiel, dass die Tische im Büros tendenziell leer sind und die Besprechungsräume übervoll sind. So erleben wir den Wandel der Arbeit auf schleichende Art und Weise beispielsweise.
Und das hat damit zu tun, dass wir als Führungskräfte jetzt zum Beispiel die Frage uns stellen müssen, wie kontrolliere ich oder muss ich das überhaupt tun, Arbeitskräfte, die nicht zu Hause sind, die nicht im Büro sind, sondern zu Hause zum Beispiel arbeiten. Wie mache ich das? Diese Entwicklungen passiert in drei Wellen. Die erste Welle ist die Konversion. Bei der passiert es, dass ganz normale analoge Geschäftsmodelle 1:1 digitalisiert werden und sich im Wesentlichen gar nichts daran ändert. Das berühmte papierlose Büro ist so etwas oder der papierlose Akt, der elektronische Akt. Wenn er nicht gleichzeitig mit einer Veränderung der Geschäftsprozesse einhergeht oder der Unternehmensprozesse einhergeht, ist das Einzige, was sie gemacht haben, Papier abzuschaffen und durch irgendein elektronisches Workflow-System zu ersetzen. Es ändert sich aber trotzdem bereits in diesem Zusammenhang was Feinstofflicheres, wenn man das so sagen möchte, etwas Sinnlicheres. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, kurzes Handzeichen nur, kann auch den Zusammenhang in der Mitte des Bildes zwischen den beiden gelben Gegenständen herstellen. Kann ich jetzt mal? Jetzt habe ich eine bessere Vorstellung vom Altersschnitt hier im Raum. Ja? Da ändert sich ja nicht nur die Technologie, sondern auch die Sinnlichkeit. Es ist ja nicht nur der Unterschied, dass man früher ins Geschäft gehen musste, mit Bargeld eine Platte gekauft hat, nach Hause gekommen ist, Cover aufgemacht, Platte auf den Schallplattenspieler gelegt, sich Musik angehört. Da muss man heutzutage schon sehr viel erklären, was könnte Bargeld sein, was könnte ein Ladengeschäft sein, was könnte eine Schallplatte sein, etc. Sondern es ändert sich auch die Sinnlichkeit im Umgang mit diesem Medium. Und so ändert sich in diesem Zusammenhang auch, bereits wenn wir nur analog durch digital ersetzen, einiges. Das Beispiel, das ich hier bringen möchte, ist die Firma Narrative Science. Das Logo sehen Sie unten eingeblendet. Was die Software macht, die Narrative Science herstellt, ist numerische Daten in fertige Pressetexte zu übersetzen. Wird in den USA eingesetzt in der Sport- und Wirtschaftsberichterstattung. Links kommen Börsedaten hinein, Börsekurse hinein. Rechts kommt ein einspaltiger Artikel über den Börsealltag heraus. Interessant in dem Zusammenhang, die meisten Börsehandelssysteme sind auch wieder Computer. Und so schreiben Computer darüber, wie Computer handeln und es entsteht so ein interessanter Zyklus, wo man sich fragen muss, was ist die Rolle des Menschen in diesem Zusammenhang? Und wir sind immer noch in der ersten Welle. In der zweiten Welle passiert jetzt tatsächliche Transformation. In dieser Welle entstehen zunächst einmal auch Unternehmen, die das sind, was von vornherein digitales Unternehmen man bezeichnen könnte. Amazon als Beispiel dafür war ja kein Buchhändler, der sich gedacht hat, na, in der Zukunft werden die Leute wahrscheinlich auch Online-Bücher kaufen wollen, dann richten wir jetzt einen E-Commerce-Shop ein oder so irgendwas, sondern die waren ja von vornherein digital. Und da passieren jetzt Dinge, dass Wettbewerbsfaktoren zum Einsatz kommen, die Offline-Unternehmen in diesem Zusammenhang kaum noch haben. Beispielsweise Dynamic Pricing. Viele Online-Shops setzen das bereits ein, ist uns nicht so sehr bewusst, da sind wir wieder bei diesem Thema Datenkompetenz von vorhin, dass sie unterschiedliche Preise angezeigt bekommen, je nachdem, mit welchem Gerät sie dorthin surfen. Wenn jemand hinsurft auf eine solche Seite mit einer etwas teureren Hardware, dann denkt sich der Shop, dass man da wahrscheinlich jetzt keinen Rabatt geben muss. Ja? Wenn Sie weit von dem Shop entfernt sind, physisch von dem physischen Store entfernt sind, bekommen Sie wenig Rabatt, weil Sie ohnehin viel Aufwand haben, dorthin zu fahren. Da brauche ich Ihnen nicht Rabatt auch noch geben. Wenn Sie unmittelbar ums Eck sind, bekommen Sie auch noch Rabatt. Pricing-Systeme. Es verliert aber nicht nur, oder verändert sich nicht nur der Kernwert, sondern es verändert sich auch der Zusatznutzen. Bei Reisebüros ist das zum Beispiel besonders spannend. Wir buchen ja nicht nur mehr online, sondern wir verlassen uns auch auf Online-Bewertungen. Also auch der Zusatzwert, den ein Reisebüro stiftet, nicht nur die Transaktion selbst, sondern auch Vertrauen mitzugeben, Erfahrungswerte mitzugeben, wird inzwischen über digitale Medien erbracht und weniger im persönlichen Kontext. 5 Sterne auf TripAdvisor ist für manches Hotel wichtiger als 5 Sterne an der Hoteltür zum Beispiel zu haben. In der dritten Phase, und das ist jetzt die spannendste eigentlich, sind wir in der Disruptionsphase. Und dort sind wir, die Beispiele sind ja hinlänglich bekannt, größter Zimmervermieter der Welt, betreibt kein einziges Zimmer, Airbnb, größtes Taxiunternehmen der Welt, Uber, hat kein einziges eigenes Auto und ist trotzdem wertvoller als so manche Automobilhersteller, trotz seiner gesamten physischen Assets. Was Sie bei digitaler Disruption, weil vorhin auch die Frage nach der Definition gekommen ist, das ist so ein Beispiel für eine Definition von digitaler Disruption. Was Sie hier sehen, ist die Anzahl der Kurznachrichten, die über SMS geschickt werden, das ist die hellblaue Linie und die dunkle, fast schwarze Linie ist die Anzahl der Kurznachrichten, die über WhatsApp geschickt werden und da sehen Sie, dass SMS abflacht aufgrund von WhatsApp
Und was Sie nicht sehen, ist der monetäre Wert, den diese Grafik darstellt, nämlich bis zum Jahr 2017 800 Millionen US-Dollar, die der Telekom-Industrie verloren gehen. Einfach aufgrund einer einzigen App. Jetzt weiß man, WhatsApp ist gekauft worden von Facebook, ist daher inzwischen ein Teil eines größeren Unternehmens, aber der Kern von WhatsApp selbst wird von 50 Mitarbeitern betrieben, 5-0. Ja, wenn Sie die Deutsche Telekom sind, wenn Sie Vodafone sind und tausende Mitarbeiter haben, weltweit vertreten sind, dann wird Ihr Geschäftsmodell gefährdet von einem Start-up-Unternehmen, das 50 Mitarbeiter beträgt. Wir müssen in neuen Geschäftsmodellen denken. Wenn Sie da hineinschauen zum Beispiel, das ist ein Polo, das bereits so ein eingebautes Herzfrequenzmessungsband hat. Und die Fragestellung, wenn Sie der Hersteller dieses Polo-Labels sind, ist jetzt nicht, ist das ein interessantes Produkt, sondern wie vermarkte ich dieses Produkt? Sollte ich zum Beispiel 20% mehr verlangen, weil das Produkt ja mehr kann? Oder kann ich 20% weniger verlangen, weil ich dafür über Ihre Daten verfüge? Oder vermarkte ich das Produkt in Kooperation mit einem anderen Hersteller gemeinsam und bin auf dieser Ökosystembasis, die wir vorhin auch schon gehört haben? In solchen Modellen zu denken, ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft. Und ich blätter da jetzt ein bisschen weiter, um Ihnen noch ein, zwei Beispiele zu geben in der Kürze der Zeit. Ich komme aus dem Motorsport. Was Sie gerade erleben, ist Druckbetankung. Also in ganz kurzer Zeit ganz viel Content. Dafür können Sie nachher länger fahren. So funktioniert das ja. Wenn wir darüber nachdenken, was Automobile beispielsweise für Daten bereitstellen, für Nutzungsdaten, Ortsdaten etc., dann ist das der erste Schritt. Der zweite ist, wie verändert das die Gesellschaft? Und es gibt eine tolle Studie von der OECD, die sich angeschaut hat, wie würde die Verkehrssituation und die städtebauliche Situation in Lissabon ausschauen, wenn es lauter selbstfahrende Autos à la Google Cars geben würde. Konsequenz 80% weniger Individualverkehr plus Auswirkungen auf den Handel beispielsweise, weil sie keine Parkplätze mehr brauchen, Auswirkungen auf die Parkhausindustrie etc. etc., auf eine Vielzahl anderer Industrien. Industrie 4.0 bedeutet mehr als nur ein Förderband mit Internetanschluss zu haben. Die Botschaft möchte ich da mitbringen und ernsthaft darüber nachzudenken, wie wird sich unser Arbeitsalltag massiv verändern. Wie wird er sich verändern? Auf dem Weg hierher, ich weiß nicht, ob Sie auch an diesem Plakat vorbeigefahren sind, gibt es ein Plakat, auf dem steht, man soll nicht chatten, während man auf den Bürgersteig geht. Das eines weitergedacht ist bereits in den USA gemacht worden. Da gibt es schon zwei Spuren auf dem Bürgersteig. Eines, wo man noch das Handy vor der Nase halten darf auf eigenes Risiko und eines, wo das nicht passiert. Das rechts haben Sie in einem Hotel in Holland gesehen, in case of fire, please leave the building before posting it on social media. Also Überleben ist noch wichtiger als Twittern. Ja. Die Frage ist, wie überlebt der Homo Digitalis? Wenn Sie ein Smartphone haben, schauen Sie bis zu 150 Mal pro Tag auf dieses Smartphone. Bis zu 150 Mal pro Tag. Digitalisierung alleine ist noch kein Produktivitätsvorteil, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen, wie wir uns auch vor Ablenkungen schützen, wie wir in dem Maß an unfassbarer Informationsmenge, die auf uns einströmt, wie wir damit umgehen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur Technologie lernen müssen, sondern vor allem eine neue Kulturtechnik lernen müssen, die unseren Arbeitsalltag durchdringt. Ja? Diese üblichen Vermeidungsmethoden, die wir da aus der Vergangenheit her kennen, die funktionieren halt eigentlich nicht mehr. Und auch zu sagen, ja, wir schützen uns davor, E-Mails nach 17 Uhr werden nicht mehr zugestellt. Ich meine, nicht böse sein, aber das greift einfach wirklich nicht weit genug. Ein kleines akustisches Signal, dass ich zum Ende kommen soll. Schön. 9 von 10 Führungskräften, wollte ich Ihnen an der Stelle noch sagen, nutzen die Ihnen zur Verfügung stehenden Daten im Sinne von Big Data nicht, wenn sie ihrer Intuition widersprechen. 9 von 10 Führungskräften nutzen Big Data nicht, wenn die Daten ihrer Intuition widersprechen. Das heißt, sie betreiben da so ein riesiges Big Data Data Center, legen das dem Vorstand hin, die Ergebnisse, der sagt, na, glaube ich nicht. Ja? Thema erledigt. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der Vorstand hat eine sensationelle Intuition, dann bräuchten Sie aber den ganzen Big Data Zinnober gar nicht betreiben, weil dann haben Sie ohnehin jemanden da sitzen, der sich mit dem super gut auskennt. Oder aber er trifft die falsche Entscheidung.
Und auch da sind wir wieder bei der Fragestellung, wie gehen wir mit großen Datenmengen um? Was ist die Kompetenz, die wir in diesem Zusammenhang brauchen? Wie beeinflusst uns das? Sie haben vorhin aus der D21-Index-Studie schon die Zahlen gesehen. Ich möchte sie hier noch einmal wiederholen, weil sie mir unglaublich wichtig erscheinen. 73% haben beantwortet, die Digitalisierung nützt dem Wirtschaftsstandort. 64% der Gesellschaft, mir persönlich nur noch 59%. Und der kleine Augentest, den Sie rechts unten sehen, hat meine Arbeitsbedingungen verbessert, sagen nur 41%. Was zwischen den Zeilen hier steht, ist nicht nur die Geschwindigkeit des Wandels, die Dimension des Wandels, sondern auch die Frage, wie gehen wir mit diesem Wandel effizient um. Mir bleibt ein vorletzter Punkt noch, wenn Sie mir gestatten, ein vorletzter und ein letzter. Der vorletzte ist der, dass wenn ich schon einmal an so einem erlauchten Ort wie hier bin, ich auch einen politischen Appell, nicht parteipolitisch, aber einen politischen Appell loswerden möchte, der wiederum mit dieser Disruption zusammenhängt. Wir betrachten das sehr, sehr häufig auf einer mikroökonomischen Basis, auf einer betriebswirtschaftlichen Basis. Wie werden Unternehmen produktiver? Wie funktioniert das? Ich glaube, wir müssen sehr intensiv auch die politische Diskussion führen, wie verändert sich die Arbeitsstruktur insgesamthaft und werden wir noch Arbeit haben, beziehungsweise natürlich werden wir Arbeit haben, Arbeit geht uns nicht aus, aber Erwerbsarbeit, so wie wir sie heute definieren, könnte uns ausgehen, muss man so sagen, könnte uns ausgehen. Diese Studien kennen Sie, da gibt es unterschiedliche aus den USA und auch aus Europa, die beispielsweise sagen, dass 47% der aktuellen Jobs, die es gibt, von der Digitalisierung, von dem Digitalisierung dahingehend betroffen werden, dass ihr Job ersetzt werden könnte, mehr oder weniger eins zu eins durch Automatisierung. Das greift immer zu kurz, weil es nicht ausreichend in Betracht zieht, dass sich die Jobs ja selber verändern. Denken Sie an den Automechaniker, das war vor 100 Jahren ein rein mechanischer Beruf. Heutzutage, siehe Beispiel eines Autoherstellers, den Sie jetzt gerade in den Medien regelmäßig haben, ist es ein Beruf, der eher Softwaretechnik beeinflusst. Dennoch, ich bin mit dem Taxi hergefahren, wir sind an einem Rasen vorbeigefahren, da sind so Rasenroboter draufgefahren, die in den Rasen mähen. Und der Taxifahrer hat gesagt, schau, das wäre eigentlich gescheit, wenn man sowas hätte. Und ich habe ihn gefragt, warum ist das gescheit? Und er hat gesagt, ja, da braucht man keinen Gärtner anstellen, spart man Lohnkosten. Die Idee, dass er selber vielleicht in 5 Jahren ja, durch ein automatisiertes Auto ersetzt wird, ist ihm noch nicht gekommen. Und auf politischer Ebene, glaube ich, ist uns diese Frage noch nicht ausreichend bewusst. Weil sie führt nämlich nicht nur zu einer Arbeitsverteilungsfrage, sondern auch zu einer Wohlstandsverteilungsfrage. Wohin fließen die Produktivitätserlöse? Gehören sie demjenigen, der die Maschine, sprich die Software oder die Hardware gehört, fließen sie der Gesellschaft zu? Das sind große Fragen, denen sich die Politik an dieser Stelle stellen muss. Fragen der Bildung in dem Zusammenhang. Mein Leitgedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte, wenn jedes Unternehmen ein digitales Unternehmen ist, dann wird auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin automatisch zum Software-Experten. Und damit geht einher all die technologische Kompetenz, das haben Sie vorhin auch schon gehört. Vor allem scheint mir aber ein Begriff wichtig zu sein, nämlich der der digitalen Ethik. Ich glaube im Gegensatz zum Herrn Staatssekretär, wenn ich kurz einen Widerspruch hier loswerden darf, nicht daran, dass wir mit Regulierungen und Vereinbarungen auf gesetzlicher Natur dem Wandel in der Geschwindigkeit und in der Dimension, die uns hier begegnet, ausreichend gut begegnen können. Wir müssen eher dafür sorgen, dass die Menschen auch ohne, dass sie eingesperrt sind in ein Korsett von gesetzlichen Rahmenbedingungen, richtige, im Sinne von gesellschaftlich wichtig, richtige Entscheidungen treffen. Und dazu gehört die Frage einer digitalen Ethik. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre analoge, im Livestream auch digitale Aufmerksamkeit und freue mich auf eine ganz spannende, disruptive Zukunft. Dankeschön. Applaus